schlecht für RTL? Vor 2 Wochen ist Mary Lou Pohlmann zum letzten Mal als Anna Weigel in Unter uns zu sehen. Kein freiwilliger Abschied. Doch was ist eigentlich der wahre Grund? Es wurde mir jetzt persönlich gesagt, dass das an meinem Spiel zusammen mit Rufus liegen würde. Ich glaube, die waren nicht ganz zufrieden einfach von der Beziehung Anna-Rufus, wie ich das gespielt habe, sage ich jetzt mal so. Also kommen ja viele Faktoren zusammen, aber ich glaube, das hat einfach für die Autoren oder die Chefetage nicht mehr so gut funktioniert. Was? Sie spielt nicht gut genug? Gibt es da denn wenigstens eine Vorwarnung, liebe Mary Lou? Ich stand ja auch sehr lange auf der Kippe. Also mir wurde schon gesagt, dass man nicht weiß, so richtig weiß, wie das weitergeht. Und das, dann habe ich ja versucht, noch alles zu geben und richtig zu machen. Ja. Und dann irgendwann habe ich kurz vor der Winterpause halt im Gespräch erfahren, dass sie sich entschieden haben, dass Anna die Schillerallee verlassen wird. Oh je, herrscht da etwa böses Blut zwischen der Schauspielerin und den Machern von Unter uns? Ich war immer gern mal unter uns. Also klar, jetzt finde ich mich gerade wieder so neu und sortiere mich natürlich gerade wieder neu. Also wenn jetzt heißen würde, fang morgen wieder an, muss ich da auch nochmal drüber nachdenken. Aber klar, es war immer schön da. Na dann, ein Wiedersehen von Mary Lou bei Unter uns ist also nicht völlig ausgeschlossen. Seelenstriptease bei Tallulah Willis. Die Tochter von Actionstar Bruce Willis leidet lange an einer Störung der eigenen Körperwahrnehmung. Schon mit 13 Jahren fängt alles an. It was like I was trapped in this body and I hated that I was sexy. And so that was like the first time I started like starving myself and like losing a bunch of weight and I got down to like 95 pounds. You know, when I lost my curves, when my boobs shriveled up into like nothing and I had no shape and like I was just saggy skin everywhere. Für das What's Underneath Project zieht sie sich jetzt bis auf die Unterwäsche aus und will damit anderen Mädchen Mut machen. Eine coole Aktion, die wirklich unter die Haut geht. Ganz schön durchtrainiert. Senna begeistert gerade mit diesem Anblick. Richtig rank und schlank siehst du aus. Ehrlich? Ich war noch nie fett. Hast ja recht, liebe Senna. Aber trotzdem, irgendwie wirkst du jetzt fitter. Ernährung umstellen, ein bisschen Sport, boom, bam. Ey, ich mache nicht diesen brutalen, ich bin nicht so wahnsinnig, ja? Es hat viel mit der Ernährung. Ich esse kein Weizen, keine Milchprodukte und ganz wenig Zucker. Und Training mache ich so normalen Sit-Ups, so zu Hause. Oder diese normalen Schritte, die man halt macht. Ich nehme 2 Wasserflaschen auch, trainiere meine Arme. Sportlich, sportlich. Und dieses Resultat kann sich wahrlich sehen lassen. Tattoo-Alarm! Süße 17 Jahre ist Aurora Ramazzotti mittlerweile und überrascht schon jetzt mit ihrer ersten Tätowierung. 2 Buchstaben zieren ihr Handgelenk. Sieht verdächtig nach einem E und M aus. Stehen die etwa für Eros und für Michelle? Das ist doch mal eine coole Liebesbotschaft an ihre Eltern.